Es ist schon wieder passiert, aber ich sehe auch gerade, bin ich hier ausgelastet? Eigentlich nicht. Nö, es war schon wieder das Programm. Obwohl mein Laptop gerade auch ganz schön hoch fährt. Aber eigentlich, nö. Ach, keine Ahnung. Streamlabs will mir einen Strich durch die Rechnung machen hier. Es ist immer das gleiche, das Programm, du. Böses Programm. Ich habe es mit Ansage gemacht, ne? Mit Ansage wusste ich, dass wenigstens einmal der Stream heute abkackt. Ich wusste es. Du böses Ding. So, dann machen wir D. Weiter. Das Helle. Achso, das ist mal richtig. Nummer 4. Mich wundert es echt, dass noch nichts in der durch die Gegend geflogen ist hier. Charge complete, ja, das ist schön. Ja, wie lange waren wir jetzt online? Nicht lange, ne? Also erstmal das gleiche mit der Streamlabs. Ich mach dir doch bald einen Strich durch die Rechnung. Ich installiere einfach ein anderes Programm. Du bist böse. Eigentlich muss ich parallel komplett nochmal neu alles machen auf OBS, wenn man das Profil nicht übernehmen kann. Was ja eigentlich nicht so schlimm ist, wenn man die ganzen Voreinstellungen hat, dann geht's ja. Dann weiß man zumindest, wie es geht. Noch ein bisschen.
kommen sowieso schon an den Rand. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier machen. Was machen wir denn next? Oder ach, da ist noch ein V. Das habe ich aber übersehen. Wenn da so einer mittendrin ist, übersieht man das. Ja. Ich brauche nur einen. Zum Beispiel da auch F. F, F, F haben wir übersehen. Hier, den dürfen wir nicht vergessen nachher. So, dann machen wir mal T. Damit wir die große Fläche da dicht haben. Müsste ja das hier sein. 5er, ja. Weil T kommt bis hierhin sowieso nicht mehr. Das hat sich ausgetät. Zeit vergeht immer, wenn man das hier macht. Das ist ja unfassbar. Schon überall verteilt. Es drückt sich auch gar nicht mal rein, deswegen schiebe ich das immer wieder nach oben. Dann drückt man das irgendwie zur Seite weg. Da müssen wir ja auf den Boden gucken, glaube ich. Da habe ich ja ein paar verloren. Wo ich sauge. Ein paar sind ja okay, aber nicht zu viele, ne? Man weiß ja nicht, wie viel man nachher übrig hat. So, das war's. Jo. So. Die haben wir gemacht. So, was ist denn F? Haben wir erst da wieder eigentlich? Mache ich das oder mache ich erstmal P? P? P ist doch da. Mach erstmal P. P ist ja dieses Beige. Und jede Menge Schwarz haben wir noch. Oh, ich
genieße die Ruhe hier. Aber ich habe letztens gesehen, irgendwie gab es da wohl eine Sendung zu. Dass manche Leute werden ja so irre, wenn es zu ruhig ist und dann in einem Raum eingesperrt sind und dann die Zeit nicht abschätzen können. Dann werden manche schon nach einer Stunde wahnsinnig, glaube ich. Oder sogar früher schon. Das gab es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Sendung, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Diese Sendung, wo der Countdown da lief. Ach, ich habe keine Ahnung, ich habe das ja nicht wirklich geguckt. Aber ich hatte das irgendwie in so einem Ausschnitt gesehen oder so. Ich würde das gerne mal testen oder wissen, wie es ist. Das kann man bei sich zu Hause ja schlecht testen. Zumindest hat man da ja eine Umgebung, wo man sich auch wohlfühlt, ne? Wenn man jetzt woanders in einem fremden Raum ist, mit normalem Tageslicht, muss ja nicht dunkel sein, nur 4 Wände, kein Fenster, ohne alles, in absoluter Stille. Ich würde gerne mal wissen, ob ich das wahnsinnig machen würde. Aber die Vögel kommen langsam. Ich muss nur nachher mein Vogelhaus, was ich jetzt geschenkt bekommen habe, nur mal umstellen, weil ich sehe die gar nicht. Die Vögelchen. Ich höre sie nur zwitschern. Da ist ein bisschen Vogelfutter drin. Aber die sind hier sowieso gut ernährt, ey. Die sehen nicht gerade abgemagert aus. Die Spatzen. Wahrscheinlich hat hier jede Oma im Garten so einen Knödel hängen, wo die Vögelchen dran picken können. Oder Vogelfutter in irgendeiner Schüssel. Auch was ich sehr interessant fand, die sind ja auch so nobel. Ich hatte mal ein Brötchen draußen liegen auf meiner Bank. Da sind sie nicht rangegangen, ne? Das fanden die null interessant. Ich habe erst gedacht, ach, die Vögel gehen da bestimmt dran. Scheiße, habe ich liegen lassen. Nö. Tun sie nicht. Die sind verwöhnt. Die sind nur Deluxe-Essen gewohnt. Zwei Öfen nennen. Nicht so gut. Die verwöhnten Vögel. Aber leider habe ich keine Eichhörnchen hier. Würde ich ja schön finden. Ein paar Eichhörnchen, die im Garten tummeln. Da kann ich auch den ganzen Tag zuschauen. Ich liebe Eichhörnchen. Best Friends hier. Obwohl ich das nie verstehen werde, wenn sich Leute aus purem Egoismus sich irgendwelche wilde Tiere nach Hause schaffen. Wildtiere sind Wildtiere, nicht Haustiere. So wie es dann immer wieder irgendwelche Alligatoren in irgendwelchen Badewannen gefunden werden. Denkt man sich, hat da der gesunde Menschenverstand irgendwie ausgesetzt oder wahrscheinlich? So U oder R? U oder R? US 2, R 17. Oh, ja, dann R. Für mich erstmal 17. Das Kap Braune. Ah. Ich glaube, dann können wir schon mal U rausholen, weil U ist hier drin da geklemmt. Ist auch braun. So eine Art hässliches Braun.
Ja, auch wenn man noch so die Tiere schön findet, sollte man sie trotzdem in der freien Natur lassen, ne? Ist einfach so. Nicht bei sich zu Hause. Aber viele denken so. Wirklich, das erinnert mich nämlich immer wieder an die Zeit, wo ich mein eigenes Pferd hatte. Mein eigenes Pferd immer ohne Winterdecke draußen stand und nie gefroren hat. Weil es einen dicken Pelz hatte. Und alle immer so, oh, dein Pferd friert. Bis ich mich dann irgendwann mal überreden lassen habe, ey. Das war auch der größte Fehler überhaupt, ey. Ein Pferd mit Decke. Nein, tut nicht Not. Pferde entwickeln Winterpelz und dann frieren die auch nicht. Die mögen sogar so eine Temperatur. Aber die Frauen sind dann ja so, oh, das Pferd friert. Ja, genau. Wenn dann eine Illusion friert das Pferd. Das sind die Bedürfnisse der Menschen, nicht des Tieres. Bei manchen kann ich es ja noch verstehen, die ein dünneres Fell haben und dann wirklich frieren, okay, aber doch nicht, wenn das Pferd ein dickes, dickes Fell hat. Auch wenn du ein südländisches Pferd hast, das ist alles nur bla bla. Ich hatte ja ein südländisches Pferd. Was heißt südländisch? Nee, Spanier ist ja eigentlich nicht so, aber ist ein Pferd aus dem Süden auf jeden Fall. Española. Genauso wie die Araber. Das sind auch sehr, sehr robuste Pferde. Die sind ja so dünn und schlaksig, aber die werden für Distanzreiten eingesetzt und sind die richtigen sportlichen Pferde, obwohl sie so zerbrechlich aussehen. Wie Püppchen. Da habe ich auch schon mal ein paar schöne, sehr schöne Exemplare gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man ein bisschen rumkommt und auch mal bei Züchtern war und so. Ich habe mal einen gesehen, der hatte so, zwar war der so ein Schimmel, aber hatte so ganz dunkle Mähne dazu. Der sah, also bildhübsches Tier. Sehr schön war der. Der war echt ein Traum von einem Pferd. Eigentlich mag ich ja immer gerne so hellbeige mit schwarz gemischt, aber ich hatte auch einen Schimmel. Also man weiß nie, wo es eintrifft. Und beim Schimmel ist es ja immer interessant, von Jahr zu Jahr verändert sich das Pferd. Entweder es wird grauer oder es wird weißer. Meistens wird es ja weißer. War in meinem Falle auch so. Aber war zum Winter hin immer wieder ganz schön grau. Pferd, was die Farbe immer verändert. Einhorn. Ist witzig, bei Pferden ist das so, bei Tieren im Allgemeinen aber eigentlich gar nicht mehr so. Bei Hunden ist es zum Beispiel ja nicht so. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen. Schon wieder so weit raus, ne? Oh. Ich weiß nicht, ob das so ist. Außer beim Chamäleon. Dass das seine Farben verändert, ist klar.
Ja. Kann auch keiner was zu sagen, natürlich, ne? Ja, immer so. Ist immer witzig, wenn mich irgendjemand fragt, so, ja, wie ist denn deine Community so, wenn ich mich mit anderen Streamern unterhalte? Ich sage immer, sehr schweigsam. Die reden nicht mit mir. Aber wenn irgendwas passiert, dann freuen sie sich natürlich, ne? Ist ja klar. Wenn die Küche abfackelt oder so. Was ja Gott sei Dank nur einmal passiert ist. Ich vergesse bestimmt wieder ein. Nein, ich will gar nicht so weit rausgehen, aber egal. Vielleicht kommen wir hier noch hin heute. Zu dem Schwein. Das ist das Schwein hier. Manche sehen davon überhaupt nicht gleich aus, als hätte ich die irgendwie gemischt oder so. Was ja nicht sein kann. Eine Tüte ist in der gleichen Tüte. Also. Aber es sieht aus, als hätte ich hier zwei verschiedene Farben drin. Das ist sehr komisch. Die kann das nicht sein. Ich muss jetzt mal gucken, einfach mal. 17 ist das, was wir machen, ne? Ne, was machen wir doch eher. Kommt mir gerade echt sehr, sehr komisch vor. Wie die hier. 6 in. Das ist ja not good. Es kann sein, dass ich das da mal wirklich reingeschissen habe. Scheiße. Ja, gut, da kann ich jetzt nichts gegen machen. Also, es sieht wirklich so aus. Jetzt kann ich einfach nur gucken dann. Okay, jetzt habe ich jede einzelne wieder verkauft. Da habe ich aber Scheiße gebaut, ne? Warte mal, wenn das N ist. Ich habe hier nämlich ganz schön viel N. Dann kann ich das da alles raufpacken jetzt. Gerettet. Weil das geht ja nicht. Hier. Ja. Das N. Scheiße. Was habe ich denn da gemacht? Dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe. Ich wundere mich schon, warum sieht das so unterschiedlich aus? Das ist mir noch nie passiert. Sehr komisch. Aber ich weiß, wo das eventuell passiert ist. Weil ich nämlich letztes Mal, habe ich ja beim Fernsehen gucken weitergemacht. Ja, das sind Unterschiedfarben, definitiv. Beim Fernsehen gucken weitergemacht und da war es halb dunkel, da habe ich mein LED-Licht nicht angehabt. Und das kann natürlich sein, dass ich dann da nicht richtig geguckt habe. E und N liegen fast gleich von der Farbe. Das sieht dann versehentlich wahrscheinlich einfach mal in die gleiche Tüte gemacht habe.
Da muss ich zusehen, dass ich die da jetzt alle rauskriege. Die Ends. Gut, da werde ich jetzt nicht mehr gucken, weil das ist ja schwachsinnig. Die hier sind alle weg. Warte mal, was war es jetzt? Kuschen, fürcht euch noch dahin. Das war doch jetzt er, ne? Ja, das ist er, 17. Am Ende 6. Wie habe ich denn das jetzt hingetan? Ich werde schon geschossen hier, ey. Hä? Da. Eben ist es dunkler. So, dann picken wir das da mal raus. Den in der Mitte will ich da jetzt nicht mehr rauspicken. Aber die, wo ich gleich dran komme. Ja, ist dumm gelaufen halt, ne? Was soll ich machen? Macht es nicht bei Dunkelheit. Nett gut. So, nochmal gerettet. Einigermaßen. Jetzt müssen wir es hier mal auseinanderkriegen. Hier ist noch ein R. Da noch. Da muss ich dann nächstes Mal dran denken, dass da eine Tüte beides gemischt drin ist. Ach, was mache ich denn bloß? Eine Scheiße. Das jetzt zu erkennen, ne? Natürlich auch wieder ganz einfach jetzt. Toll hingekriegt, Jessica. Wenn die so direkt nebeneinander sind, dann erkennt man auch den Unterschied. Ansonsten netter. Ja, super. Suchen. Da muss man jetzt ganz genau gucken.
Was ist was? So, auf dem Papier sieht man den Unterschied natürlich deutlicher als in der Schale, ne? So, fehlt da noch einer? Nö. Ach, da oben sind wir noch, genau. Genug. Ends. Hier habe ich nichts. Nee. Oder? Nö, tatsächlich nicht. Nur noch da oben. Das kostet natürlich unnötig Zeit, ne? Hier mal jedes Mal zu gucken, welches welche Farbe ist. Ist das ärgerlich, weil da fast nur noch die andere Farbe drin ist. Und weniger von dem N, sondern mehr von der Erde. Ja. Du darfst kleben bleiben, aber nicht falsch. So, haben wir da fast alle rausgekriegt, wenigstens. Aber in der Tüte werden natürlich noch ein paar sein. Muss ich nächstes Mal wieder R machen und dann wieder raussortieren das N. Weil die sind da in der Tüte drin, soweit ich das gesehen habe. Ja. Schon einen noch. Da. Ja, wie nervig, ne? Das ist die Tüte. Und bei N, also 6, habe ich nicht gemischt. Das ist nur bei, ja. Und da sind noch einige drin, aber auch nicht mehr so viele. Gut. Ich mache mir natürlich jetzt nicht die Mühe, alles einzeln rauszupicken, sondern es wird sich dann im Verlauf, machen wir oben, ergeben.
oben. Okay, ein bisschen zurückgehen mit der Folie. Warte mal, F war doch da. 9, 8, 10, nee. 9 meine ich doch. Nicht 8. So. Können wir das mal eben kurz hier zumachen? Dann nimmt das auch dicht. Analysieren, nein, da ist nichts mehr, gut. Hier ist eine Menge, ne? Ja, Moment, das wollen wir gar nicht stehen. Wir wollen doch erstmal hier alles fertig machen. Ich muss ja immer an die Folie denken, ne? Das können wir gleich machen. Und was hier noch hinkommt, A und H, obwohl H nicht so viel ist. Ja. Und erstmal die Lücken füllen. Das ist wichtiger. Da, wo keine Folie ist. Ja, das war es auch schon mit U. Na, dann haben wir schon mal auf jeden Fall bis hier alles voll. Das ist doch very good. Dann können wir weitermachen. Hier ist nicht so schlimm. Als nächstes sollten wir mal an Schwarz denken, weil Schwarz ziemlich viel ist.
Da auch am Rand. Ja. Das Schwarze. Ja, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn die Folie da drüber liegt, dann staubt das eigentlich nicht so ein. Obwohl ich natürlich jetzt hier schon ziemlich weit gehe, dann da beim Schwein. Ich glaube, weiter gehe ich auch nicht, obwohl hier auch O ist. Aber das ist zu weit. Und nicht übertreiben. Erstmal das ganze Schwarze noch machen, das muss auch einiges sein an Stein. Da haben wir noch einen gesehen. Da ist keiner mehr. Nicht umfallen hier. Das rosa Ferkel. Einer mitgerutscht. Den habe ich nicht gesehen. Ja, reicht das noch an Steinen? Uff, steht hier. UFF. Na komm schon. Wenn man zu wenig dran hat, ist auch kacke. Dann drehen sie sich auch nicht gut um.
Wörter springen zumindest so sehr durch die Gegend. Dann beim Umrühren. So, fertig mit U. Ja, dann will man sagen, Attacke mit Schwarz. Das ist das, was hier noch fehlt, wo die Folie nicht ist. Ja, ein paar F. Aber ist nicht so viel. Gut. Vielleicht mal hier unten machen, dann backe ich hier nicht immer fest. Oh. Zu viele Steine drin. Jetzt ist besser. Wieder so reinzwingen hier. Ey. Bremst nicht.
Jetzt liegen sie gut. Wenn sich einer verschiebt, ist alles schief, ey. Na, wird jetzt doch gekloppt hier, oder was? Ja, hier schon wieder.
Warte mal hier. Drei auf einmal, ist nicht so gut. Aber geht. Kurz das Wachs hier wieder richten, ein bisschen. Jetzt mal noch hier oben das kleine Stück und dann die volle Fläche.